Herzlich willkommen zur ersten Folge Grundkurs Philosophie im Themengebiet Staatsphilosophie zum Naturzustand bei Hobbes. In diesem Semester beschäftigt uns die Frage nach dem idealen Staat. Der Staat, das ist erstmal die Gesamtheit der Institutionen, deren Zusammenwirken das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der in einem bestimmten abgegrenzten Territorium lebenden Menschen gewährleisten soll. Dazu schauen wir uns sogenannte Vertragstheorien an. Vertragstheorien heißen so, da sie annehmen, dass der Vertrag die Grundlage der staatlichen Ordnung ist und auch die Legitimation dieser. Vertragstheorien haben meistens drei Schritte: Beschreibung eines Naturzustandes, eines bestimmten Problems, die daraus resultierende Einigung und dann dem Vertrag und seine Folgen, also dem dementsprechend idealen Staat. Was ist denn erstmal der Naturzustand? Der Naturzustand ist eine oftmals fiktive Vorstellung eines Stadiums der Welt, eines Zustandes der Welt, wo es noch keinen Staat gab, eben auch keine Gesetze und in dem die Menschen eben frei von jeder obrigen Gewalt, vereinzelt und lediglich nach den Gesetzen der Natur miteinander gelebt hätten. Und das kann eben sehr verschieden aussehen, wie sich Philosophen, Philosophinnen diesen Zustand vorstellen. Der erste der drei Vertragstheoretiker, Thomas Hobbes, ging erstmal davon aus, dass die Menschen in diesem Naturzustand eigentlich alle gleich seien und alle frei seien. Klingt erstmal unintuitiv, denn die Menschen haben ja verschiedene Fähigkeiten. Manche sind vielleicht körperlich stärker, manche sind geistig stärker. Aber Hobbes meint, gar kein Problem. Das gleicht sich alles miteinander aus. Jemand, der vielleicht geistig stärker ist, kann vielleicht jemand, der körperlich stärker ist, überlisten. Aufgrund dieser Gleichheit der Menschen ergibt sich aber auch, dass sie die gleichen Interessen, die gleichen Wünsche haben und es deswegen zu Streitigkeiten kommt, zu einem sogenannten Kriegszustand von allen gegen alle. Wie es Hobbes auch formuliert, Homo homini lupus. Das ist lateinisch für, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hobbes hat also ein sehr negatives Menschenbild, ja. Die Menschen sind zwar gleich, aber sie wollen eben mit allen Mitteln nicht zusammen etwas erreichen, sondern befinden sich eben in der ständigen Angst, dass wenn sie sich etwas aneignen, es eben jemand anderen gibt, der genau den gleichen Wunsch hat und ihnen diesen Gegenstand oder was auch immer wegnehmen will. Und um diesen Kriegszustand aufzulösen, bedarf es einer vertraglichen Einigung. Und wie sich Hobbes diese Einigung gedacht hat, das gucken wir uns in der nächsten Stunde an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis Donnerstag.